Sascha für Mobile Geeks, wir sind immer noch auf dem Acer Touch Event in New York und haben uns eigentlich einen Star jetzt des Events gepackt, zumindest designtechnisch, weil das ist ein ganz außergewöhnliches Gerät. Das ist der Acer Aspire R7. Sieht erstmal aus wie ein riesiges Notebook, aber Moment mal, warum ist denn das Trackpad oberhalb der Tastatur und warum ist hier so viel Platz? Haben die Designer bei Acer das ausgewürfelt oder sich da was bei gedacht? Das liegt vor allen Dingen daran, dass man das Display aufgepasst, guckt euch das mal an hier, das kann ich nämlich mit dieser speziellen Aufhängung, die sie da eingebaut haben, die übrigens absolut top und solide verarbeitet ist, in diverse Positionen packen. Der Jörg von CT und Textech hat gerade schon gesagt, das ist ganz wunderbar für Gesellschaftsspiele zu spielen. Sehe ich übrigens ähnlich. Man könnte sich aber auch irgendwie zu Hause so ein Point-of-Sales-System damit bauen oder was, wenn man damit im Wohnzimmer. Was ganz spannend ist, wenn ihr jetzt weiter runterfahrt, dann ist das fast ja, wie so ein übergroßes Tablet. Das ist wirklich ein übergroßes, weil das ist ein 15,6 Inch. Übrigens Full-HD-Display. Die Kiste läuft auf Windows 8. Hat ein Core i5 oder Core i7 drin, verschiedenste Ausstattungsvarianten im RAM. Ich glaube, es geht bis hoch 12 GB. Und ebenso sieht es bei den Festplatten aus. Ihr kriegt dann Varianten mit SSD oder mit einer Einschub, mit einer Terabyte HDD dabei. Und ansonsten, ja, lass uns einfach mal ganz kurz um das Gerät drumherum gehen. Wir haben hier auf der einen Seite, da seht ihr, da geht ein Displayport raus, da geht ein HDMI raus, zwei USB 3.0, ein Anschluss fürs Headset. Das, ist das noch eine SD-Karte oder ist das einfach nur so ein Lüftungsschlitz? Ja, das ist einfach nur ein Lüftungsschlitz, weil auf der anderen Seite haben wir die auch und daneben ist dann die eigentliche SD-Karte. Dann haben wir nochmal ein USB 2.0, Lautstärkeregelung, An- und Ausschalter, Anschluss fürs Netzteil und der Kensington Keylock. Vielleicht haben sie den reingemacht, weil es dann wirklich ein Kassensystem sein sollte und das dann hier gebaut werden darf. Ansonsten ganz, wie gesagt, interessantes Konzept, das mit dem Trackpad erschließt sich mir überhaupt nicht, warum es da oben sein soll. Ansonsten das Keyboard. Das ist ein richtig schönes Schickel-Keyboard, große rechte und linke Shift-Tasten, das gefällt mir persönlich sehr gut. Oft wird das so ein bisschen geschludert, also das sieht alles schon ganz solide aus. Nach wie vor ist die Frage, wofür ist dieses Gerät gedacht? Ist das mehr etwas, was ich mit unterwegs haben möchte? Ist das überhaupt mobil mit dieser bestimmten Funktion, mit dieser besonderen Funktion, die es so bisher noch nicht gab? Oder ist das eigentlich etwas für zu Hause, für den Desktop? Oder ja, weiß nicht, für den Tante-Emma-Laden um die Ecke, die jetzt mal eben kurz ihre Kasse von der alten Registerkasse mit diesem Hebel an der Seite rüber ins 21. Jahrhundert schießen will. Ich weiß noch nicht so genau, freue mich aber auf alle Fälle darauf, hier ein Testgerät von zu bekommen, damit wir die Kiste uns einfach mal genauer anschauen können. Das ist der Acer Aspire R7, ich bin Sascha für Mobile Geeks, vielen Dank fürs Zusehen.